Willkommen zur Teil Nummer 4 meiner Logic Pro 11 Update-Serie und heute kümmern wir uns um den Chord Track. Immer noch im schmalen, noch nicht eingerichteten Studio auf den Philippinen, aber das wird schon. Also, Chord Track ist eine Funktion, die sich viele Logic-User schon lange gewünscht haben und die, glaube ich, Cubase schon ewig hatte und wo die immer neidisch drauf geblickt haben. Und jetzt ist das möglich. Ich habe mich hier ein Arrangement angelegt mit den neuen Session-Musikern. Und falls du die noch nicht kennst, falls du die kennenlernen möchtest, schau das Video an, das ich heute Morgen gedreht habe. Also ein Video davor, da erkläre ich dir genau, wie die funktionieren. Wenn du die Session-Musiker anlegst, dann kommen automatisch Chord-Progressions mit dazu. Das heißt, die werden erstmal automatisch angelegt und ich habe jetzt hier ein bisschen rumgemacht. Ich habe hier diesen punchy Bottom-Bass mit mir angelegt. Und die habe ich jetzt noch nicht erklärt, das erkläre ich dann im nächsten Video wahrscheinlich. Hier hast du auch wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten von verschiedenen Bässen, die du nehmen kannst. Das heißt, ich habe so ein bisschen rumgemacht und habe das Arrangement einfach mal rhythmisch festgelegt. Und außerdem habe ich hier den Sampler eingesetzt anstatt dem Piano. Mit dieser Chord Progression, die jetzt hier sozusagen standardmäßig mitkommt, klingt das jetzt zunächst mal so. Okay, das ist mein Arrangement und es klingt schon ganz gut, damit kann man was anfangen. Ich finde aber die Akkorde so ein bisschen langweilig und auch diese Chord Progression so ein bisschen vorhersehbar. Und deswegen möchte ich jetzt gerne mehr Akkorde, mehr offenere Akkorde und weil diese ganze Rhythmusgruppe hier so ein bisschen so ein R&B-Feeling hat, möchte ich jetzt hier mehr offene Akkorde einzeichnen und jetzt kommt hier unsere Akkordspur bzw. unser Chord-Track ins Spiel. Und es ist wirklich denkbar einfach. Du siehst also hier, dass er hier die Chords eingezeichnet hat. Ja? C, F, A-Moll und G. Und wenn du jetzt einen Akkord auswechseln möchtest, dann doppelklickst du einfach auf diesen. Ja? Einfach einen Doppelklick machen und dann erscheint hier schon das Fenster, was relativ selbsterklärend ist. Ich habe jetzt also hier meinen Grundton, in diesem Fall ist es C. Und ich möchte jetzt hier einen, sagen wir mal, C Major 7 machen. Also einen offeneren Akkord. Und damit war es das auch schon. Es hat sich jetzt hier schon erledigt. C Major 7 hat er jetzt hier eingezeichnet. Gehen wir mal zum nächsten Akkord. Das ist jetzt das F. Und anstatt hier dem F möchte ich jetzt hier einen B Major 7 einzeichnen. Kann man also hier wieder reingehen. In das B Major 7. Machen wir vielleicht noch ein bisschen offener. Genau. Was passiert jetzt aber, wenn ich hier einen Akkordwechsel machen möchte? Und zwar inmitten vom Takt, dann kannst du auch einfach hier, wichtig ist nur, dass du deinen Cursor immer dann hier drauf machst und dann hier Plus drückst. Ja, wenn du das jetzt hier machst, dann haben wir den Akkord schon geteilt und jetzt mache ich hier mal einen D-Akkord, sagen wir mal auch einen offenen D-Akkord, hier ein D-Sus 4, 7, 9, genau, und der ist jetzt praktisch zweigeteilt, ne? Wir können hier weitermachen, machen wir auch hier einen Doppelklick wieder drauf. Ich möchte jetzt hier einen F Major 7 wieder. Und auch hier hinten möchte ich jetzt wieder den Akkord teilen. Wieder doppelklicken. Und jetzt hören wir mal rein, wie sich unsere Chord Progression jetzt hier anhört. So kannst du dir innerhalb kürzester Zeit schöne Chord Progressions anlegen oder einfach einzeichnen. Übrigens, falls du einen Akkord löschen möchtest, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier hinten den F6 nicht haben, dann klickst du einfach hier drauf auf diesen einzelnen Akkord, doppelklicken und dann mit der Löschen-Taste kannst du den Akkord entsprechend löschen. Zum Beispiel auch hier, ich gehe nochmal drauf, per Doppelklick auf den Akkord. Löschen-Taste, dann ist er wieder weg. Jetzt meine Frage an dich, hast du schon mit dem Chord-Track rumgemacht, mit der Akkordspur? Hast du da schon ein bisschen probiert? Hast du vielleicht noch ein paar Tricks, die ich jetzt hier noch nicht gezeigt habe? Für mich ist das alles neu. Schreib mir das mal bitte gerne in die Kommentare. Falls du neu bei Logic bist oder vielleicht von einer anderen DAW jetzt erst auf Logic gewechselt hast und diese DAW so schnell wie möglich erlernen möchtest und so schnell wie möglich an dich anpassen möchtest, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du Logic, diese DAW für dich individuell
individualisieren kannst und wie du deinen Workflow in Logic massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Falls du weitere Videos zum Logic 11 Update sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist, da packe ich alle Videos rein. Inzwischen sind es jetzt schon 4, die ich zum Logic 11 Update machen werde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße momentan aus dem heißen Asien und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann!